Wir sind in Milatus. Fahren aber jetzt weg. Wohin? Nach. Das soll griechisch sein und heißt Thermalbäder. Vorsicht, Scherz! Was war dein schönstes Urlaubserlebnis bis dahin? Essen und Strand. Und die Höhle. Und die Aussichten. Die Aussichten, die Höhle, das Essen und der Strand. Wir haben es gehört. Das macht Griechenland aus. Genauer gesagt Kreta. Wir fahren hier vorbei. Ja, wir biegen jetzt rechts ab. Und was sehen wir da? Olivenbäume. Olivenhaine gibt es hier reichlich. Wir befinden uns ungefähr 50 Kilometer östlich von Heraklion. Oh, da kommt uns was entgegen. Und wir fahren gerade Serpentinen hinauf, weil wir uns ja ins Gebirge bewegen wollen. Oh, auf die Hochebene. Man hört, der Wagen strengt sich an. Es ist ein Kleinwagen italienischer Herkunft. Wir haben die Strände von Sissi besucht. Platanos, nee, wie heißt der noch? Potamos. Nicht Platanos, Potamos. Da gibt es sogar eine Dusche am Strand, das ist sehr, sehr schön. Zu den leckeren Gerichten hier zählt Fisch auf jeden Fall. Man muss aber aufpassen, dass man hier nicht genäppt wird. Achtung, Augen auf beim Kilokauf, weil wenn Sie von einem Wirt etwas überfallartig in sein Etablissement hineingezerrt werden mit dem Hinweis, oh, lecker Fisch, und wenn sie Ihnen nicht schmeckt, dann müssen Sie nichts bezahlen, und Sie fragen, was kostet das denn? Oh, sagt er, je nachdem, wie groß er ausfällt, aber der Kilopreis liegt bei 20 Euro, nee, 2 Kilo. 2 Kilo, 20 Euro. Für zwei Personen. Super Angebot. Naja, dann passen Sie auf. Gehen Sie lieber in die Küche und wiegen nochmal nach, weil der Fisch, der uns kredenzt wurde, er war lecker, ja. Aber es waren allerhöchstens 800 Gramm und kaum mal, dass eine Person davon satt wurde. 24% Umsatzsteuer, die müssen auftauchen. Das ist sehr viel. Das ist aufgedrückt von der Troika, damit die Schludergriechen mal in Schwung und auf Trab kommen. Achtung, Ironie! Jetzt wird die Gegend Karst. Wir haben hier links, nein rechts, kleine, ja, man möchte sagen, so eine Art Macchia. So niedrig geduckte kleine Büschelchen. Sehr vertrocknet. Naja, wir haben jetzt auch Mitte, Ende Oktober. Der Sommer hat seine Spuren hinterlassen. Die Sonne knallte unerbittlich hier auf die Böden hinab. Jetzt die nächste Kurve. Und, jawohl, geschafft. Ach. Ja, man sieht auch kleine Kirchen und Kapellen, die auf Hügeln aufgesetzt sind. Wunderschön, lieblich die Landschaft, ob man nun glaubt oder nicht, an Gott meine ich. Jetzt genießen wir den Blick schon weiter von oben auf Milatos. Milatos ist ein Dorf, klein, ist ein wenig zweigeteilt. Es gibt einmal das Urdorf, da wohnen die Menschen, und dann gibt es das Dorf unten am Hafen. Das ist dann doch schon touristischer geworden. Aber immer noch kein Vergleich mit Malia etwa. Malia ist, da drängt sich Taverne an Taverne. Oder auch, da waren wir gestern, in Agios Nikolaos. Das ist ein auch sehr schön gelegenes Städtchen, umgeben von Meer. Da gibt es dann auch noch eine kleine Insel gegenüber, Spinalonga. Dann haben wir noch einen kleinen idyllischen Tümpel innerhalb des Ortes, also so ein kleiner See. Ja, aber es ist selbst im Oktober, und ich sagte es Ende Oktober, immer noch sehr, sehr gut besucht. Von Engländern, Deutschen natürlich und Franzosen. Und den Russen nicht zu vergessen. Der Russe ist auch schon da. Ich habe ihn nicht gesehen, aber gehört. Du hast ihn gehört. Gut. So, wir haben Malia hinter uns gelassen, bewegen uns jetzt in Kurven, auf kurvenreichen Straßen nach oben auf die berühmte La City Hochebene. Und ja, das ist schon eine bizarre Landschaft. Also wir haben hier karges Gestein, wir haben aber auch Bäume, Olivenhaine, schöne Blicke, und hier und da blitzt auch eine Windmühle hervor. Ja, viele sind nicht mehr intakt, das muss man leider auch sagen, aber man fängt an, hier und da Windmühlen auch wieder zu rekonstruieren, zu restaurieren, damit ja die Geschichte wach bleibt. Und wozu dienten diese Windmühlen? Sie dienten dazu, das Wasser auf die Felder zu pumpen mit Hilfe der Windkraft. Heute sieht man statt der Nutzung der Windkraft häufiger schon Solarzellen auf den Dächern hier auf Kreta, auf den Flachdächern. Kein Wunder, die Sonne scheint wirklich hier kräftig. Ja, aber jetzt sind wir gerade auf dem Weg
durch wunderbare Berglandschaften auf diese Hochebene. Und da hupt es hinter uns auch schon wieder. Jemand will überholen auf engen Straßen. Bisschen halsbrecherisch ist das. Die Griechen haben es eilig und fragen sich, Mensch, Touris, müsst ihr denn auch im Oktober hier noch unsere Straßen verstopfen? So hat man den Eindruck. Also wir fahren über Krassi und dann nach, wie spricht man es richtig aus, Psychro. Und da soll es eine Grotte geben, eine Kulthöhle der Minoer. Und da werden wir dann vielleicht auch Stalagmiten und Stalaktiten sehen. Wer weiß noch, was von oben kommt und was von unten wächst. Jetzt sind wir hier auf der Hochebene von La City. Wir genießen den Ausblick. Was ist zu sehen? Sehr viele Täler, Berge und viel Grün, aber auch sehr, also unten im Tal weiter sind auch Häuser und Dörfer, die man sehen kann, überall. Und es ist vor allem hier oben kühler als weiter unten. Ja, und heute ist ja auch nicht so eine krasse Sonneneinstrahlung. Wir haben hier vor uns einen Baum, das sieht doch aus wie eine Eiche. Wie eine Eiche. Aber ist es, glaube ich, nicht, weil die Blätter einer Eiche größer sind. Das scheint eine besondere Art von Eiche doch, zu sein. Jedoch hat die Eicheln, also ist es eine Eiche. Ja, und ansonsten haben wir hier karges Gestein. Man sieht auch die kleinen Spielzeugautos in der Ferne, wie sie sich den Berg heraufwälzen. Eben kamen wir durch das Dorf Kasi, da waren ganze Busladungen unterwegs. Man fragt sich, wie die Menschen in den kleinen Dörfern, in den Häuschen, in den dichten Gassen, das im Sommer, wenn dann richtig die Touriwelle rollt, ertragen. Gut, sie haben natürlich auch Tavernen geöffnet. Sie profitieren auch womöglich von durstigen Besuchern, aber es ist schon voll. Busse, Busse, Busse. Und LKWs kommen natürlich auch vorbei. Die müssen die Fahrversorgung sichern. Hier kommt ein Milchlieferant vorbei. Dort wird ein Souvenirshop angekündigt. Das nächste Dorf heißt Kera. Hier quält sich ein Fahrradfahrer den Berg herauf. Und dieser Fahrradfahrer, ich kann es nur sagen, ist betagt. Der ist an die 70. Jetzt sind wir in einem Windmühlendorf. Ja, Homo Sapiens Village. Das ist hier eine Windmühle, zwei Windmühlen, großer Parkplatz für Touristen. Aber wir fahren jetzt lieber weiter und sehen ein wirklich beeindruckendes Bergmassiv. Da scheint es auch schon mal zu Erdrutschen gekommen zu sein. Die eine Seite des Berges ist richtig gehend kahl. Sieht fast vulkanisch aus, möchte man sagen. Cappuccino for me, please. For me too. Three coffee without sugar. Apple pie, bread. It's nice, but we are not hungry. No sugar. Wir sitzen jetzt hier in einem Café draußen in den Bergen auf der La City Hochebene. Haben gerade einen Kaffee bestellt oder Cappuccino. Und es ist wirklich ein Ort, der mal nicht touristisch ist. Nebenan sitzen die Älteren des Dorfes und unterhalten sich. Ein bisschen zahnlos zum Teil. Man könnte glauben, es seien Schäfer, denn wir haben hier gerade auf dem Weg unglaublich viele Schafhirten entdeckt, links und rechts des Weges. Die Ebene scheint sehr fruchtbar zu sein, sehr grün. Es wird hier auch werden Früchte angebaut. Es gibt hier und da an den Straßen auch Obststände. Aber ich möchte auch von euch mal die ersten Eindrücke hier von der Hochebene mitnehmen. Was ist so das Charakteristische aus deiner Sicht? Also ich bin Auto gefahren, die Serpentinen. Das ist natürlich sehr anstrengend auch und muss dich sehr konzentrieren. Das ist bitter, deswegen sollte man immer darauf achten, dass die Fahrer sich abwechseln möglichst, damit dann auch einer immer rausgucken kann und der andere muss die anderen eben sicher zum Ziel bringen. Und was ist für dich das Charakteristische hier? Also in jedem Fall die ständigen Aussichten, die man hier oben in den Hochlandschaften hat. Man kann ja aus dem Auto raus nicht sagen, was typisch ist, außer das, was man sieht. Und das, was man sieht, sind Berge und Grün. Ich finde, die Luft ist besonders gut. Gut, aber du sitzt fröstelnd da. Wir haben es bestimmt jetzt so höchstens, ich würde schätzen 15 Grad. Und es geht ein kleiner Wind. Also wer hier hochfährt, gerade so im Herbst, auch wenn man unten denkt an der Küste, oh Mensch, die Sonne scheint, es warm. Ja, aber nehmen Sie sich einen dicken Pulli mit, ziehen Sie sich eine lange Büchse an. Es ist kalt. Dieser Cappuccino kommt mit Sahne. Kleine Sprachkunde, guten Tag, Kalimera. Guten Nachmittag, Kalispera. Gute Nacht, Kalinichta. Oder wenn man das ein bisschen salopper formulieren will, hallo, Jamas. Nee, das war guten Appetit. Dankeschön heißt Efaristo. Alles klar heißt Hola Kala.
Alles klar heißt, wie die Nummer? Ola Kala. Das weiß die Jugendliche besonders gut deshalb, weil es einen YouTuber gibt, einen griechischen, hast du berichtet. Ja. Wie schmeckt dir denn der Kapo? Sehr lecker, da ist sogar Zimt drauf und es ist sehr süß und sahnig und das hat mich gerade sehr froh gestimmt. Ja. Nein heißt übrigens Ochi. Ochi, das Wort kennen wir sogar in Deutschland noch von den zahlreichen Demonstrationen damals nach der Finanzkrise, als die Troika den Griechen einen radikalen Sparkurs aufgezwungen hat, sodass die Leute hier kaum noch eine Rente hatten, obwohl sie davon meistens lebten, auch die Kinder mit davon lebten. Das Gesundheitssystem wurde zerstört und wir haben damals sind auf die Straße gegangen, haben uns solidarisch erklärt mit den Griechen und haben gesagt, Ochi, nein, du hast keinen Cappuccino bestellt, das war eine kluge Entscheidung, sondern einen Greek Coffee. Das ist Kaffee, der in einem kleinen Kupferkännchen, Kaffeepulver rein, Wasser drauf, über der offenen Flamme aufkochen lassen, dann in die Tasse und den Kaffeesatz absinken lassen und dann lecker trinken. Oh, wir sind erschöpft. Wir haben den Aufstieg zur Höhle von Psychros, ich kann es im Moment gerade nicht sagen, geschafft, sind jetzt vor dem Eingang der Höhle. Psychro hieß der Ort, genau. Leider hat es gerade angefangen zu regnen und wir sind etwas erschöpft. Der Weg ist glitschig, man muss aufpassen. Den Wagen stellt man etwa 500 Meter unterhalb des Aufgangs ab, zahlt dafür pro Auto 2,50 Euro. Man kann aber auch günstiger parken, wenn man noch weiter unten einen kostenfreien Parkplatz nutzt, dann hat man aber einen weiteren Weg. Jetzt stehen wir hier, wie gesagt, vor dem Eingang der Höhle. Es tröpfelt etwas und wollen rein. So, jetzt haben wir gut gegessen. Souvlaki bei Maria. Wir kommen von der Höhle im Psychro und sind dem weiteren Verlauf der Rundfahrt auf der Lassati-Hochebene gefolgt. Fahren Sie nach Osten. So, da haben wir uns verfahren. Das war jedenfalls sehr köstlich. Wir haben nämlich dann 150 Metern. Links abbiegen. Als kleines Extra noch, nachdem wir gegessen hatten, ganz köstlichen Joghurt mit Honig kredenzt bekommen. Das ist hier auch eine griechische Spezialität. Oh, das ist aber nicht zu vergleichen mit unserem Joghurt, sondern das ist richtiger fester Sahnejoghurt. Und dazu dann auch kretischer Honig, der ist hier auch ganz besonders. Und Zimt. Zur Verfeinerung reichte sie uns noch ein Zimtstreuer. Genau. Jetzt sind wir wieder on our way. Es hatte geregnet. Es ist jetzt trocken wieder. Und wir haben vor uns das nächste Bergmassiv. Rechts abbiegen. Unser ferneres Ziel ist Neapoli. Jetzt kommen wir durch Agios Konstantinopoulos, Eine Frage an den Fahrer. Du bist hier die ganze Zeit hinter dem Steuer. Wie sind die Straßenverhältnisse? Unterschiedlich. Teilweise gut ausgebaut, manchmal aber auch sehr enge Straßen, Serpentinen. Man muss sich konzentrieren, aber jetzt muss ich rechts abbiegen. Wir haben, das finden wir wirklich lustig, ein ganz großes Wohnmobil gesehen. Da wundert man sich schon, weil diese großen Wohnmobile nach 600 Metern Nabelung links halten, versperren die Straße komplett und Gegenverkehr darf einfach nicht kommen. Aber wir sind ja in der Nebensaison, haben sich vielleicht auch diese Reisenden gedacht. Da wagt man sowas vielleicht schon mal. Jetzt überqueren wir eine alte Brücke. Oh, ein ausgetrocknetes Flussbett sehe ich hier links und rechts. Obwohl wir jetzt schon den 24. Oktober haben und es ja auch jetzt vereinzelt schon mal geregnet hat, ist immer noch alles recht verdorrt und die Flüsse führen noch kein Wasser. Thank you.
Mesopotami ist jetzt der Ort, durch den wir kommen. Und wir haben eben gerade eine Schafherde, wie soll ich sagen, durchfahren. Nein, also sie sind zur Seite gesprungen. Jetzt geht's wieder in die Berge. Das war Mesa La City übrigens der Ort. Und hier sind viele Felder mit Gemüse. Das sieht sehr grün aus. Und was es natürlich auch gibt, das sind die Bäume mit Granatäpfeln. Also voll behangene Bäume. Und wir haben uns jetzt auch mal so einen Granatapfel gekauft. Wir werden den heute Abend mal probieren, wo wir nochmal beim Essen sind. Was auch typisch ist, was wir jetzt in jedem Restaurant erlebt haben. Es gibt immer gegrilltes mit Knobi und Kräuterbutter überbackenes, gegrilltes Brot. Das kommt immer automatisch auch zum Gericht dazu. Das ist recht wohlschmeckend. Was uns aber negativ aufgefallen ist, dass es, also wir haben jedenfalls noch kein frisches Vollkornbrot irgendwo kaufen können, auch nicht bei einer Bäckerei. Es ist schon immer weißes Brot. So schön, wie jetzt die Bergkuppen da rechts vor uns, neben uns liegen. Hier und da raucht mal ein Feuerchen. Mal ein Schornstein. Jetzt kommt auch der Radiosender wieder, weil jetzt fahren wir nach oben. Aber man hat wirklich hier das Erlebnis, kaum begibt man sich ins Tal, verendet einfach der Klang aus dem Radio. Es gibt einfach keinen Ton mehr. Kalispera. So, wir sind jetzt gelandet in Napoli. Neapoli? Nee, wie heißt das hier nochmal? Neapoli, neue Stadt. Man weiß nicht, wo der Akzent ist. Jetzt suchen wir Apotheke, um Mückenzeug zu besorgen, denn es gibt reichlich davon. Und das arme Kind ist schon halb zerstochen. Und wir suchen einen Supermarkt, unsere Vorräte wieder aufzufüllen. Aber es ist schon 17 Uhr, mal gucken. Erstmal schlendern wir hier vorbei an der örtlichen Kirche, am Rathaus. Theodos Latsidas Aviu Antoniu einen Kilometer folgen. So, jetzt waren wir in Neapoli, haben noch ein paar Einkäufe getätigt, einen sehr guten Cappuccino hier mit Milchschaum bekommen. Es dunkelt schon, es wird früh dunkel. Wir haben es jetzt gerade mal, naja gut, 20 vor 7 und die Sonne ist schon mal untergegangen. Es ist noch eine Restdämmerung da. Jetzt fahren wir doch den ganz kleinen Weg zurück. Eigentlich wollten wir ja auf die Schnellstraße. Aber vielleicht erreichen wir sie dann später noch. Jedenfalls geht es hier links und rechts wieder Olivenbäume, Bergkuppen, soweit das Auge reicht. Und wir haben eben in diesem Neapoli eine sehr große Kirche gesehen, ein Rathaus. Und da haben sich lauter Polizisten postiert. Wir wissen nicht, ob Staatsbesuch in Neapoli war oder ob einer der ihrigen geheiratet hat und sie ihm einen Empfang bereiten wollen. Wir sind jetzt wieder gut gelandet in unserer Ferienunterkunft in Milatos Beach und wir wollten das Rätsel auflösen, weil wir ja heute in der Höhle mit Stalagmiten und Stalaktiten waren. Was kommt von oben, was von unten und wie kann man sich das merken? Stalaktit wächst von oben nach unten, also das Stalaktit, Decke, Stalaktit von oben nach unten und Stalagmit von unten nach oben, Stalagmit, also wächst mit dir mit, also von unten nach oben. Ja, das ist eine bemühte Eselsbrücke, aber es ist eine. Schönen Dank.